Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrote Edition Part irgendwas, ich weiß gar nicht. Part 57 vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Mit dabei ist Stray, ein ja. Co-Gast. Co-Gast, ja. Ja. Oh, jetzt musst du noch. Okay, ja. So, wir sind gerade bei beim Pokémon Haus. Wie sagt man? Er hat einen schönen Namen und schon müssen wir gegen einen Pokémon Maniac kämpfen. Ich finde keinen Weg nach draußen, der reinste Irrgarten. Halt die Fresse. So. hast du vielleicht. Ah nein, das ist nicht mal ein Pokémon Maniac, sondern ein Herausforderer Dieb Arnie. Mit einem Glumander. Dieb, ja. Ja, ja. Er hat ein Pokémon bestimmt gestohlen. Ja, eben. Sicher das Glumander. Ja. Aber ein Turtok Level 57 gegen ein Glumander 34 macht eigentlich schon noch recht. Alter, kann das sein, dass du dein Starter-Pokémon ein bisschen zu übel trainiert hast, also und dann ja die anderen nicht? Doch, mein Tauboss ist genauso stark. Ach so, okay. War er noch ja. Ein Tag so? One-Shot-Torm. Wie ich es immer so schön sage. Ich weiß gar nicht, vorhin habe ich gegen jemanden gekämpft, der drei Muschas hatte. Sind das nicht deine Erzfeinde? So doch, eben! Nein, okay. Nicht sichern! So, Beutel, geben wir wieder Top-Schutz, dass uns kein Radikal anfällt. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse fast jedes Pokémon, das mich nervt. Zum Beispiel beim letzten Dungeon, wie ich immer so schön sage, hat mich das wundersame Jurob immer angegriffen. Oh, jetzt hat es hier ein Tagebuch. Tagebuch, 10. Juli. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. Fertig. So. Wow, wie billig. Ja, ich weiß. Pokémon kann die beste Love Story machen. Ja. Das stimmt schon. Aber ist immer noch besser als Twilight. Ja. Tagebuch, 5. Juli. Der Dschungel im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Es heißt Tarzan. Tarzan-Mon. Nein, einfach Tarzan. Tarzan. Tarzan und Shine. Ah, behindert. Alter, jetzt muss ich wieder runtergehen. Ah, nein. Nein! Ah! Ich wollte nicht runter. Leute, ich bin gerade durch die Wand gebackt. Ja, backen, das ist so bei Spielen normal, finde ich. Ja, immer. Alles voll. Ja. Alles voll. Schutz wirkt nicht mehr. Schlampe. Ja, du hast einen normalen Schutz genommen. Das nein, ist aber Top-Schutz. Nicht so. Ach so, ja. Ja, ich muss. Das sollte eigentlich 250. Schon wieder Schüsse. Bin ich gegen. Oh, Pokémon Haus. Da ist wieder ein Dieb. Dieses Gebiet hier ist riesig. Wie mein Schwanz. Alter. Ja, Alter. Oh, er eine Vulnona hat er. Ja, das ist doch geil. Ja. Ich hasse das Pokémon, ich hasse es. Na, geht so. Wenn du ein Turtok hast, das over. Alter, es hat überlebt! Niemand überlebt meinem Turtok! Nein, jetzt. Oh, super. Ich hasse es. Immer werden meine Pokémon entweder vergiftet, paralysiert, schläfrig, vereist oder verwehrt. Ja, ich hasse, wenn das verwehrt ist. Dann schlägt es sich selbst, wenn es verwehrt ist, wie behindert ich das eigentlich. Ja, was ist das? Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Es hat sich geritzt. Also, ich stelle mir das irgendwie so vor. Es ist verwirrt, es sieht kein Gegner mehr. Und weil es angreifen muss, puncht es sich ins Gesicht einfach. Oder spuckt sich selber an, bei Aquaknarre zum Beispiel. So. Es tschüss. Es setzt so eine behinderte Attacke wie Agilität ein. Und dann ist es verwirrt und dann verletzt es sich mit Agilität selbst. Geht check das? Das. Ja, also, Tagebuch, 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Mewtwo ist aber böse. Was? Ja. Wurde dann von Team Rocket geraped. Geraped. Ja, hast du vielleicht mal welche Gesprächsthemen, wo wir darüber diskutieren können? Ja, keine Ahnung. Was könnte man drüber reden?
Ja, zum Beispiel, ich hatte so eine Idee, dass man vielleicht so, also ja, ich will mal eine Adventure. Mein Mentor lebte nur einmal. Was? Ja, das hat er gerade gesagt. Ah, ja, okay. Was ich sagen wollte ist, ich werde eventuell oder nein, ich werde sogar eine Minecraft Adventure Map machen. Ah, und ja, und ich werde die natürlich nicht selbst spielen, ich werde die natürlich Nacho geben, um das zu spielen. Und ah, so behindert das Magnetilo. Es ist nicht effektiv, aber nimmt mehr als die Hälfte weg. Ja, das ist immer so. Ja, eben, wo waren wir stehen geblieben? Ja. Ach ja, genau. Und Nacho wird das natürlich Let's Playen. Ja. Und ja, vielleicht mal gucken, vielleicht können wir das auch zum Download zur Verfügung stellen. Wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich schon. Und ja, mal gucken, wie das rauskommt. Alter, bitte. Super Schall! Es ist schon wieder verwehrt! Ja! Es hat angegriffen. Ja, ich werde es dann Let's Playen. Oder ich versuche es Let's Playen. Mach ja, einfach keine unnötigen Sprünge. Nein, nein, ich werde vielleicht so etwas mit einer Mischung aus Story und Jump'n'Run machen, weil, ja, ich bin nicht so der Fan des Jump'n'Runs, vielleicht. Ja, aber du musst mir unbedingt eben Jump'n'Runs machen. Ja, ja, also ich mache sicher Jump'n'Run, aber ich mache auch so ein bisschen Storyline und Zombie-Action und so. Wow, unglaublich. Ja, und, ja, Zombie machst Action? Du eigentlich auch eine für mich oder so? Nein. Ja, das habe ich erwartet, das ist ja ganz klar. KP Plus. Ich habe KP Plus bekommen. Ich benutze das gar nicht. Weißt du, was ich am liebsten habe, wenn man von einer Treppe... Schutz weg nicht mehr! Alter. Oh, ich habe 69. Hm. Oh, 69. Oh, die Zahl ist so geil. Oh ja, und vielleicht wer noch eine du? Andere... Hier hat niemand etwas zu suchen. Ja, weiter. Eben, ein anderes Gesprächsthema wäre vielleicht noch, da wir schon bei Pokémon sind, vielleicht Pokémon X und Y. Diese Version, ja, wie findest du die eigentlich so? Ja, da habe ich mich eigentlich schon sehr viel geäußert. Also meine Meinung ist wie nach, ich finde Typ W einfach verschissen. Ja, weil ich Drachen-Pokémon über alles Pokémon, wieso? Ja. Wir haben es jetzt gerade beide gesagt. Level 58, ja geil. Und was ich an X und Y auch nicht so gut finde, ist, wie sich das Spiel eigentlich in, also ja, bei den alten Pokémon ist alles immer dasselbe Design. So eine Mischung aus 2 und 3D. Nein, immer und, 2D. Also ja, 2D, aber die Häuser sind ein bisschen 3D, so auf die Seite, aber ja, eigentlich auch 2D. Das ist auch 2D. Ja, ja, und dann ist einfach... Nein, das fand ich ja eben gut, weil sie ja endlich einen neuen Schritt gemacht haben. Also ja, ich finde es nicht schlecht, aber ich finde es mal ja ein bisschen komisch, dass sie gerade von 2D gerade auf dieses 3D gegangen sind. Sie hätten zuerst ein bisschen mischen können. Also du glaubst jetzt nicht, was passiert ist. Was denn passiert? Ah, ich muss wieder alles machen. Bist du gestorben, oder was? Ja, im Pokémon. So, ja, ist ja cool. Nein, ich bin rausgelaufen und jetzt muss ich alles nochmal raus. Sehr lustig. Ich weiß gar nicht. Was habe ich jetzt noch gesagt? Scheiße, Alter! Ich habe uns beide rausgebracht. Wegen Pokémon, ja. Pokémon X und Y. Also, ich finde einfach den Typ Fee scheiße. Was ich sehr geil finde, ist die Mega-Evolution. Ohne Scheiß, das ist etwas vom genialsten, was sie bisher gemacht haben. Weil ja, das ist genial, das ist geil, das muss ich zugeben. Aber was ich nicht so cool finde, ist... Ja, was ich nicht cool finde, sind die neuen Typen, also die neuen Pokémon. Sie sehen einfach fast wie Yu-Gi-Oh! Aus, oder? Geht. Ja. Wo bin ich hier gelandet? Also, ja, die Anfangs-Pokémon oder die unterste Entwicklung von Pokémon, die sind noch normal, aber... Dann später die größte Entwicklung. Ah, ja, zum Beispiel, was war so unnötig? Ein Pokémon, das ich gesehen habe. Ja, das sieht aus wie ein Schwert oder so. Ja, nein, das ist geil. Ohne ja, Scheiß, das finde ich jetzt geil.
Nein, ich finde das mit Zuckerwatte und das Parfiness, oder wie das auch heißt. Parfiness, ja. Ja, ja, irgendwie so. Noch das Zuckerwatter. Watter. Zuckerwatter. Watter! Schleck mir! Schleck mir! Ja, Schleck, Schleck. Oh, er setzt einen Ponita und einen Fukano ein. Ganz klar, mein Tortor-Klick. Ja, das. Er heißt diese Ludwig. Szene sind auch so dumm. Er heißt Ludwig. Und. Ludwig. Autsch, hat er geschrieben. So. Tagebuch, 1. September. Mewtwo wird immer stärker. Wir konnten die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen. Ja, ich glaube, der hat die gleichen Wutausbrüche, wie ich gegen Mushas habe. Er hat sicher auch nur Mushas bekämpft. Ja, ich glaube. Was ist eigentlich so besonders an Mushas? Gar nichts, das ist scheiße. Ja, aber wieso hast du die? Wenn wegen dem Maisspeer! Weil er früher immer alle meine Pokémon getötet hat. Besonders Mankey. Ach so. Ich muss wieder mal. Was? Nein, ich hab's frei. Hab ich's freigelassen? Ich weiß gar nicht. Hier wäre die ideale der ideale Platz für ein Labor. Hat jetzt jemand. Oh, jemand ist wieder auf Skype online, ups. Das sieht man. Ah, oh, das sieht man. Man hat jetzt gerade dein Bild gesehen. Ja, cool, cool. Mein zum Bild Glück habe ich dich, ich habe dich umbenannt in Shonda Sharp, also das. Ja, ich weiß, ich habe dich auch umbenannt, aber das will ich nicht unbedingt. Hoffentlich sieht man jetzt gar nichts und meinen Namen hat man auch nicht gesehen. Ja, scheiße. Ja. Ah, ich blende. Du musst mich dran erinnern, dass ich da ein lustiger Affe reinstecke. Lustiger Affe. Ja, wie ich beim Skyblock fail. ich hab den immer. Wir müssen noch Skyblock heraufladen. Oh, ja, ja, das kommt noch alles. Ja, ja, ja. Ja, Leute, wenn ihr das hört, haben wir es wohl. Also, wenn ihr das hört und wir es immer noch nicht heraufgeladen haben, dann haben wir es jetzt wirklich verkackt. Ja, dann hab ich's verkackt. Ja, okay. Klar. Aber so was kommt. Ich hab Angelo besiegt. Was hab ich nur falsch gemacht? Angelo! Hallo? Mein Name ist Fred. Deiner? Nein, Fred, habe ich gesagt. Ah, Fred, ja. Ich hab Blitzer in einem Feuer-Dungeon gefunden. What the fuck? Wieso findet man Blitzer in einem Feuerlabor? Oder im. Keine Ahnung. Alter. Ein versteckter Schalter. Schalter drücken? Ja, wer würde es nicht tun? Deine Mutter! So. Dein Vater. Was? Nein. Daddy? So, dann machen wir gleich. Oh. Ich hab Solarstrahl gefunden. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Ja, Schleck mehr. Ja, ja, wie viele Male in diesem Let's Play hast du das schon gebracht eigentlich? Keine Ahnung. Sicher mehrmals. Ja. Ich wette. Ja. Kannst du Gift drauf nehmen? Also machst du jetzt nicht sicher mit. Jede Folge so dreimal oder so. Ja, schlecht mal. So, jetzt haben wir dreimal. Ja, okay. Ja, 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 ja. Was willst du noch sagen? Ich furz dir ins Gesicht. Das will ich sagen. Ja. Und ihr könnt auch mal Stray's Let's Play anschauen. Also Unfair Mario. Also weil ich sie gesehen habe, habe ich wirklich lachen müssen. Ja, die dann kam ein Forts aus meinem Gesicht. Die Folgen, die ich jetzt gerade aufgenommen habe. Dann kam also ein Forts aus meinem Gesicht. Ich weiß nicht, ob. Was? So. Fangen wir an. Willkommen beim Pokémon Quiz. Weißt du die richtige Antwort? Dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt. Alter, wie viele kommen heute noch online? Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, aber das. Bitte alle mal diesen Anfragen. Desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arena-Leiter. Lass uns beginnen. Entwickelt sich Raubi zu Safcon? Nein. Falsch, so ein Pech.
Ja, ich muss kämpfen. Ja, ich war ein Dieb, doch nun bin ich ein ehrenhafter Pokémon-Trainer. Ja, das wäre jetzt eigentlich den Timer. Ja. Ich hatte den Timer nicht ab, Shell! Nein! Ja, dann ist diese Folge zu Ende. Nein, warte, oder? Warte, ich muss ja noch den Pokémon-Kampf machen. So. Oh, die Folge ist noch nicht zu Ende. So geil. Musst ja. du eigentlich schon wirklich gehen? Nee. Ja, aber wollen wir nicht auf schon auf 30 Minuten. Du hast ja eh nichts vor. Ja, stimmt. Ja, ja. Noch 6 Minuten ist es. Das ist, ja. Okay. Also dann haben wir jetzt noch eine Viertelstunde. Ja, ja. So, Vulpix! Die Pralf hat's in den Kampf geschickt. Es hat so viele Schwänze. Und das ist weiblich. Ja. Also hat sie jetzt im Arsch. Ja. 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 Das ist weiblich. Oh ja. So. Ich mache alle mit Aquaknarre fertig. Das ist so ein fake Schuss. Mit Aqua. Aquaknarre sollte theoretisch eigentlich gar kein Leben abziehen. Außer ein Feuer-Pokémon oder so. Ja. Ist ja nur spucken. So. Ja, eigentlich schon. So. Everybody thinks I'm crazy.